Ja, hallo zusammen. War eine tolle Stimmung hier in Nürnberg. Wir haben furios angefangen, das erste Spiel heute in Nürnberg. Es war schwierig für uns unter diesem Druck zu agieren. Und trotzdem haben wir den 1-0 geführt. Und da hätten wir cleverer spielen müssen. Da haben wir Strafzeit genommen, was nicht unbedingt nötig war. Und ja, dann wird das Tor. Und wenn wir das erste Drittel überstanden hätten ohne Gegentor, wer weiß. Aber ist halt so, wie es ist. Das erste Spiel, wir waren besser, heute war Nürnberg besser, es ist 1-1. Und in zwei Tagen geht es weiter. In den ersten Minuten in Iserlohn sind die Roosters einmal rausgekommen, haben ja zwei Tore in zwei Minuten gemacht. Heute ist Nürnberg gekommen wie die Feuerwehr. Ja, werden die ersten Minuten diese Serie entscheiden? Das glaube ich nicht. Haben wir heute gesehen. Das ist natürlich Heimmannschaft fängt furios an, das haben wir jetzt gesehen. Und ja, bin ich gespannt jetzt, wie die Serie weiterhin läuft. Danke, Herr Passanen. Martin, deine Einschätzung zum Spiel bitte. Ja, das. Genau wie Jari hat gesagt, wir haben auch sehr, sehr schnell angefangen. Im Gegensatz zum letzten Spiel, wir haben nicht zwei Tore gemacht in den ersten zwei Minuten. Wir haben ein paar große Chancen gehalten. Der Torwart hat der Lange hat sehr gut gespielt. Aber wir haben immer wieder diese unter Druck gebracht und eventuell wir haben den Nuss gebrochen und ich glaube, meistens das Spiel, wir waren besser, aber wie Gary hat gesagt, ganz, ganz genau richtig, jetzt 1-1 und jetzt ist der beste 5. So, nächste Spiel in Iserlohn und ja, Series geht weiter. Das war heute ein sehr physisches Spiel, also die Körper sind ganz schön angeflogen gekommen. Wird das der Schlüssel sein, um gegen die Roosters zu bestehen? Ich meine, das ist ein Teil von dem Spiel, das ist Playoff-Hockey generell. Man sieht die Zweikämpfe, die Jungs gehen sehr hart in den Zweikampf von beiden Mannschaften. Beide Mannschaften machen alles, was sie können, zu gewinnen. Und ich glaube, diese Series wird länger gehen als kürzer gehen. So, ja, nächstes Spiel nicht so. Eine Frage noch zu Yasin Elis, der kurz angeschlagen draußen war. Wie geht's ihm? Geht's ihm okay. Er hat sein bisschen. Sein Knie ein bisschen gezwickt, aber es schaut gut aus. Ich glaube, nächstes Spiel wird weitergespielt ohne Probleme. So, alles okay.